ich bin Sabine und ich habe mich jetzt entschlossen, zusätzlich zu meinem Blog auch Videos zu drehen, einfach weil ich das total schön finde, euch auch mal so in echt Videos zu zeigen und Dinge vorzustellen und euch auch meine Meinung einfach mal so ins Gesicht zu sagen. Über die Produkte natürlich. Und ja, heute ist mein erstes Mal, dass ich ein Video mache. Und ich freue mich irgendwie auch schon drauf, bin auch so ein bisschen aufgeregt und schauen wir mal, wo es hinführt. Ja, heute geht es darum, dass ich ein Produkt mittesten durfte, das ich euch heute vorstellen möchte. Und zwar mittesten im Sinne von bei Femi's Up to Date wurde aufgerufen, dass man sich bewerben kann für ein etwas mitzutesten. In dem Fall war es eine BB-Cream und ich war sehr gespannt drauf und habe mich beworben und wurde dann auch, ich freue mich, bei Femi ausgewählt und bin auch ganz glücklich drüber. Und ja, und heute möchte ich euch davon einfach erzählen und euch einfach mal meine Ergebnisse präsentieren. Kurz zu Femi, femisuptodate.blogspot.de ist ihr Blog. Es geht hier um Beauty, um Lifestyle, um Trends and more. So steht es auf ihrem Blog oben dran. Und ja, schaut doch mal bei ihr rein. Sie hat einen super süßen Blog. Ist, glaube ich, auch schon etwas länger mit in der Szenerie. Ich bin ja noch ein Frischling eigentlich. Und Femi ist schon länger dabei und derzeit hat sie es unglaublich mit Nagellack. Sie zeigt euch unterschiedliche Farben von unterschiedlichen Firmen und ach ja, und ganz besonders auch, sie sucht wieder Mittester. Tada! Und zwar für Nagellack. Ihr könnt noch bis zum 30.09. könnt ihr euch noch bei Femi bewerben und vielleicht habt ihr Glück und könnt mit Femi Nagellack testen. Tolle Sache finde ich. Ich finde es schön, wenn man auch bei anderen Bloggern mittesten darf. Ja, und dieses Mal ist es, wie gesagt, bei Femi. Ich freue mich total, dass ich das machen durfte. Ich habe mich riesig gefreut und ich zeige euch jetzt auch mal, um was es geht. Tada! Es geht um diese wunderbare BB-Cream von Mavalier. Seht ihr die? Moment. Ihr seht sie. Diese BB-Cream durfte ich also mit testen. Ich freue mich da wahnsinnig drüber. Und habe ich jetzt auch gemacht. Also so jetzt anderthalb, zwei Wochen, glaube ich, bin ich da jetzt mit dran und nutze sie täglich. Ich habe sie auch gerade hier auf meinem Gesichtchen. Gut, ihr kennt mich jetzt nicht ohne. Von dem her könnt ihr jetzt schlecht beurteilen wahrscheinlich, ob die Cream jetzt hier meine sämtlichen Unebenheiten im Gesicht erwischt hat. So viel kann ich euch verraten. Die BB Cream ist ein Traum. Sie ist wirklich ein Traum, aber sie ist kein Make-up. Ja? Ich bin auch kein Make-up-Typ. Ich mag das nicht. Das ist für mich so zugekleistert. Ich bin da etwas, weiß auch nicht, für den Alltag. Also mag ich BB-Creams total gerne. Habe auch schon die ein oder andere ausprobiert und kann da durchaus Vergleiche ziehen. Und was mir zum Beispiel schon aufgefallen ist bei vielen BB-Creams, ich meine Nivea war da mit dabei, dass die unglaublich fest sind in der Konsistenz und du musst die richtig einarbeiten. Ja, das Problem ist ja, wenn die so fest sind in ihrer Konsistenz, dass die, das hat ja mit BB-Cream für mich nichts mehr zu tun. Das ist ja dann schon das reinste Make-up und nochmal für den Alltag mag ich es nicht. Also für besondere Anlässe, wenn ich ein besonderes Essen habe oder irgendwas, keine Ahnung, finde ich es auch mal toll. Aber für den Alltag, ich bin Mami und organisiere so den Alltag mit meinen Jungs und habe im Haushalt zu tun und so weiter. Und da bin ich, also mit Make-up abspülen muss ich jetzt nicht haben. Ne? Oder am Postboden begrüßen, wenn er mal wieder ein nettes Testpaket bringt mit hier super Make-up, muss jetzt nicht sein. Ne? Ist klar. Auf jeden Fall, BB-Cream, hier sind wir. Mavalier kannte ich noch nicht, war mir total neu, durfte ich jetzt kennenlernen und ja, ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen darüber.
Ich habe mir die Sachen nämlich hier aufgeschrieben, damit ich auch ja nichts vergesse. Ne? So ein bisschen hier Zettelwirtschaft ist klar, muss sein, sonst vergesse ich die Hälfte. Ich kenne mich und dann schweife ich wieder ab und rede so wie jetzt von, keine Ahnung, vielleicht vom Abspülen, Erlebnis. Ja, muss nicht sein. Hier, Mavalier BB Cream. Das Besondere daran für mich, was ich jetzt so noch nicht kannte, ist, dass diese Cream. BB Cream heißt ja immer, dass die auch noch besondere Inhaltsstoffe haben. Also sie pflegen die Haut. Sie decken nicht nur ab, sondern sie pflegen auch, spenden Feuchtigkeit, vielleicht zwecks Hautalterung, je nach Creme unterschiedlich. Und diese Cream hat also mein kleines Wunderserum mit drin, was ich total gut finde, wo ich wirklich drauf stehe. Und das ist Hyaluronsäure. Das hat diese BB Cream von Mamalia mit drinne. Hyaluron spendet ja Feuchtigkeit und ich habe nun diese Trockenheitsfältchen überall. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, vor allem hier in der Stirn. Hier so, sieht man das? Weiß ich jetzt nicht. Mein Computer steht woanders und demher kann ich es gar nicht sagen. Auf jeden Fall die Feuchtigkeit, ja. Hyaluron, absoluter Feuchtigkeitsspender und ich liebe es und ich vertrage es unglaublich gut. Ich mag die Produkte damit ganz gerne und hier Hyaluron, ja, perfekt. Da war ich schon Feuer und Flamme und wollte darum auch schon mal diese BB-Creme testen. Denn bei den anderen BB-Cremes habe ich jetzt von Hyaluron ehrlich gesagt noch nichts gelesen. Okay, was noch drin ist Ceramid 2. Ganz ehrlich, ich kann damit nichts anfangen. Ich weiß jetzt nicht, was es ist, aber es hört sich ganz nett an. Und dann noch als drittes Vitamin E. Vitamin E ist ja gegen so freie Radikale. Das soll die Haut schützen von äußeren Einflüssen und ist auch ein Faltenkiller. Naja, Killer ist übertrieben, aber soll gegen Falten helfen. Sagen wir es mal so. Ist hier alles mit drin. Kleine Wunderpackung. Freut mich. Ja? Ist auch für alle Hauttypen geeignet. Steht auf meinem schlauen Zettel. Ja, ich habe mich ja schlau gemacht, damit ich auch weiß, was ich hier euch erzählen kann, außer dass ich mir die Tube mal eben aufklatsche. Ich packe das jetzt mal eben aus. Natürlich war das schon alles offen, aber ich wollte jetzt natürlich vor euch nochmal hier euch zeigen, wie sich dieses wunderbare BB-Creamchen auspacken lässt. Und hier ist es. Super. Ein super Produkt. Besonders finde ich bei der Creme, sie ist sehr leicht. Sie ist leicht. Sie ist nicht eine von diesen pumpigen Cremen, die man drauf macht und wie ich vorhin schon sagte, so richtig einarbeiten muss. Nein, sie ist wirklich leicht, zieht super schnell ein und passt sich saugut dem eigenen Hautton an. Ist einfach praktisch, geht schnell morgens, zack, 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 und man sieht schon frisch aus und nicht mehr ganz so viele Fleckchen im Gesicht. Klar, ich habe meine Fleckchen, weiß ich auch, ne? Habe ich hier so. Aber ich muss sagen, im Grunde stehe ich dazu. Natürlich gibt es tolle Produkte, die die Flecke reduzieren können. Möchte ich auch gerne testen. Schauen wir mal, wo mich der Weg dahin führt. Ganz klar, finde ich gut. Aber im Grunde möchte ich trotzdem, sie gehören zu mir, sie sind da, sie sind mit mir gewachsen, sie sind mit mir groß geworden und sie gehören einfach dazu. Und deswegen langt mir eine BB-Creme, die ist für den Alltag, finde ich, perfekt. Ja, ich stehe da voll drauf. Ich finde es total klasse. Und jetzt eben diese hier von Mavalida. Mavalia. Habe ich Mavalida gesagt, ne? Mavalia heißt das gute Stück. Hier so. Könnt ihr es sehen? Da unten steht. Mavalier. So, sie deckt also leicht ab, schützt vor äußeren Einflüssen, das habe ich ja schon gesagt. Hier steht noch auf der Homepage, fand ich noch den Satz, sie beruhigt die Haut. Ich sag mal so, ich habe jetzt keine unruhige Haut, aber ich vertrage sie gut. Ich vertrage sie gut, ich trage sie auf. Die Farbe verteilt sich super, die Creme verlässt sich toll verteilen. Schwuppdiwupp, fertig, zieht ein und gut ist die Welt.
Und ich habe jetzt keine Rötungen oder irgendwas von ihr bekommen. Ich habe unten, ich weiß nicht, ob man sieht, so eine kleine Rötung, finde ich super ätzend und da oben auch. Kommt aber nicht von dieser Creme. Ich habe da einen anderen Produkttest nebenbei angefangen und habe ihn jetzt auch mittlerweile leider absetzen müssen. Total schade. Ist eine recht teure Geschichte eigentlich und ich vertrage sie einfach nicht. C'est la vie, kann man nichts machen, aber die hier vertrage ich. Die vertrage ich total gut und ich finde sie echt super. Und sie ist eben hier, Thema Feuchtigkeit, ist sie der Burner. Also sie hat dieses Hyaluron. Ich bin ein totaler Fan. Meine ganze Tagespflege ist auf Hyaluron aufgebaut mit so diversen Serien und auch die Creme. Und ich finde es einfach klasse. Und ich habe das Gefühl, seitdem ich Hyaluron darauf achte, dass das da mit drin ist und zwar auch nicht nur in Fitzelchen, sondern richtig gut drin ist, richtig gute Produkte. Seitdem habe ich das Gefühl, meine Haut sieht wesentlich entspannter aus. Also deswegen hier Hyaluron drin, ich stehe da voll drauf. Vitamin E finde ich auch klasse, habe ich auch noch ein anderes Serum, wo auch explizit Vitamin E mit drin ist, ist ja hier so gegen Fältchen und so, ne? Ja, mein Gott, ich bin jetzt über 40, habe jetzt demnächst Geburtstag und werde noch mal älter. Und auf jeden Fall, man sieht es an der Haut und ganz klar. Und ach ja, warum soll ich nicht einfach auch mal ein bisschen nach mir schauen und ein bisschen gucken, dass vielleicht hilft die Kosmetik ein bisschen die Zeit, jetzt vielleicht nicht anzuhalten oder zurückzudrehen. Das finde ich fast utopisch. Aber mich einfach zu unterstützen, dass es etwas langsamer geht mit den Falten. Ich meine, irgendwie, sie gehören auch dazu. Ich meine, es wäre ja auch komisch, wenn ich ein Gesicht hätte, wie wenn ich 20 wäre und bin doch aber über 40, wäre auch komisch. Also, Fältchen und auch so kleine Mäkelchen dürfen schon mal sein. Habe ich jetzt nicht so das Problem. Aber wie gesagt, es gibt ja auch kleine Hilfsmittelchen und da bin ich total begeistert von. Also, von der Anwendung her. Anwendung ist total einfach. Ja, ist klar. Ist eine super praktische Tube im Übrigen. Hier steht auf dem Deckelchen, was ich auch gut finde, weil dann ist die Creme, wenn sie steht ja so im Badschrank zum Beispiel, dann geht ja die Creme schon runter. Das heißt, ich muss nicht erst hier hammermäßig schütteln und gucken, dass das Zeug endlich rauskommt. Nein, ist gleich griffbereit. Finde ich gut. Einfache und gute Lösung. Dann mache ich euch das jetzt mal hier drauf, auf meine Hand, so ein Kleckschen. Ich mache aber gleich wieder zu, damit mir das nicht spazieren läuft. Die ist nämlich relativ flüssig. Könnt ihr sehen? Ups, da seid ihr. Relativ flüssig. Ist beige. Und für mich hat der Farbton beige. Und jetzt verteile ich das mal. So, seht ihr das? Wie die sich verteilen lässt. Guck mal. Ist das der Hammer? Und schwupp ist er weg. Lässt sich super gut verteilen, zieht wirklich total schnell ein und riecht angenehm. Riecht pudrig. Irgendwie ein warmer Duft. Riecht angenehm. Also ich mag es ganz gerne. Riecht nicht zu stark und der Duft verfliegt auch ganz schnell. Schnell nochmal nachriechen. Also gut. Sie ist schon eingezogen. Sie ist schon eingezogen. Guck mal, ist schon weg. Und ihr seht auch hier, obwohl ich jetzt nur so blind rumgestrichen habe, ihr seht hier auch keine irgendwelche Übergänge oder irgendwas. Und das macht es im Gesicht eben auch nicht. Sie hatte auch keine Übergänge. Und jetzt guckt euch mal im Vergleich an. Mavalier ohne Mavalier. Ist der Hammer. Ist der Hammer, oder? Also hier sieht man ja ganz deutlich die Rötungen. Ganz klar, ich war halt schon unterwegs, habe halt schon das ein oder andere abgespült, was man halt so zu tun hat zu Hause. Und ganz klar, so sieht meine normale Hand aus. Und das hier ist mit Mavalier und im Vergleich, finde ich, sieht man sehr deutlich, dass die Rötungen praktisch fast weg sind. Und aber es sieht trotzdem natürlich aus. Also die Hand sieht ja jetzt nicht irgendwie aus, wie wenn sie super gestylt wäre. Sie hat jetzt nur eben diese Tagespflege drin. Okay. Prima. Jetzt bin
bin ich gerade ein bisschen aus dem Konzept, weil ich nämlich wissen wollte, ob meine Kamera nämlich auch aufnimmt. Also auf jeden Fall, diese Creme ganz klar im Gesicht, im Hals auftragen. Wenn ihr da nicht so sauber arbeitet, ist es bei dieser Creme jetzt auch nicht so wahnsinnig schlimm. Wie gesagt, es gibt kaum Übergänge. Also hier keine Kanten oder irgendwas, wo ich sagen müsste, oh, da muss ich aber gut nochmal nachtreiben oder hier die Ohren hier mitmachen oder was. Nein. BB-Creme, schnell, praktisch, einfach, super, ne? Okay, ist mein Bildschirm schon angegangen, es irritiert mich hier gleich. Also, gibt es jetzt in sechs Farbtönen. Ich habe hier beige, das ist für mich perfekt. Einfach nur perfekt beige, ja. Gibt es nochmal eine Nuance heller, das ist helles beige, nennt sich Porzellan. Porzellan und ja, ist für ganz helle. Also ich bin zwar hell, aber ich bin nicht weiß. Und es gibt ja noch diese ganz, ganz hellen Menschen und für die wäre wahrscheinlich das Porzellan super. Dann gibt es in Camel, ja, das ist ein helles Braun. In Marron, Kastanie, wobei ich mir vorhin schon überlegt habe, Kastanie, was ist denn Kastanie? Wie sieht bitte schon ein Gesicht aus in Kastanie? Braun und rot? Was ist das? Keine Ahnung, ich kann dazu nichts sagen, aber gibt es. Dann gibt es Savanne, das ist mittelbraun. Und zu guter Letzt gibt es noch Beige Ambre, das ist ein dunkles Beige, also richtig dunkel. Ich habe vorhin die Bilder so angeschaut im Internet, das ist mal richtig dunkel. Wie gesagt, ich habe Beige, ich bin so eher der hellere Typ, nicht ganz hell, aber doch heller. Und super, perfekter Farbton, ich bin total Fan. Ich kann dir die Marke nicht, Mavalia, ist mir jetzt total fremd gewesen. Ich habe es jetzt erkennenlernen dürfen. Und dann habe ich mich natürlich auch mal umgeschaut auf www.mavalia.de. Die haben nämlich eine deutsche Homepage, obwohl es keine deutsche Marke ist. Es ist eine Schweizer Marke. Ja? Die Sachen werden in Genf hergestellt und ich denke auch von Genf aus dann natürlich vertrieben, haben aber auch in Deutschland ihren Sitz. Tolles Produkt, super Sache. Und auf der Seite steht, dass es die schon seit 50 Jahren gibt. Also seit 50 Jahren ist das Ding an mir vorbeigegangen. Gut, ganz so alt bin ich jetzt noch nicht, aber immerhin, ich meine, bin schon zumindest in dem Alter, dass ich schon etliche Jahre mit Kosmetik und Co. mich beschäftige und Mavalia ist total an mir vorbeigegangen. Ist unglaublich, aber ich habe sie gefunden. Gibt es also seit 50 Jahren und haben Produkte im Pflegebereich und in der Kosmetik selber und sagen in Premium-Qualität. Also, das ist Premium, Leute. Das ist sowas von Premium. Okay, kann ich unterschreiben. Super Inhaltsstoffe, super in der Anwendung, für den Alltag, zapp, zapp, fertig. Ja. Wird also nochmal in Genf hergestellt, also in der Schweiz, und das ist mal bei mir. So, Leute, ich bin schon am Ende. Gut, schon ist ein bisschen lang geworden, ne? Ich labe irgendwie, glaube ich, ganz gerne. So sieht nochmal die Verpackung aus. Ich mache das nochmal eben ein bisschen hübscher. Ein bisschen hübscher. So, Hammer, oder? Ich finde es super stylisch. Ich mag das total gerne. Ich finde es auch hier. Im Badezimmer, es sieht einfach gut aus, es ist nicht zu so überdreht, trotzdem edel und gut gemacht. Wie gesagt, es steht hier und die Creme läuft natürlich immer nach unten. Ihr müsst nicht schütteln oder irgendwas. Es kommt bis zum Schluss raus. Tolle Sache, einfach, simpel, aber wirklich klasse. So, das war es jetzt aber wirklich. Ich danke nochmal femisuptodate.blogspot.de an dieser Stelle, dass ich dieses wunderbare Produkt kennenlernen durfte. Ich liebe es. Es gehört jetzt zu meinen alltäglichen Ritualen. Jeden Morgen klatsche ich da eine ordentliche Portion auf mein Gesichtchen. So. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen davon erzählen und es hat euch gefallen. Es ist, wie gesagt, mein erster Film in dem Sinn, den ich hier mache. Und ich, ganz ehrlich, ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein bisschen Rückmeldung geben könntet, wie ihr den Film fandet. Nochmal, es ist für mich das erste Mal und total neu. Und wenn irgendwas unangenehm oder schlecht war für euch, dann lasst es mich doch bitte einfach wissen. Wir können das entweder hier unten im Kommentar reinschreiben oder auch gern auf meinem Blog. Das ist Jascha.
minuscat.blogspot.de. Wie der Name Jascha zustande kommt, könnt ihr entweder auf meinem Blog nachlesen, bei über mich, oder ich mache vielleicht sogar auch mal ein Filmchen. Wenn euch der Film heute gefallen hat, dann gerne mehr davon. Mir hat total viel Spaß gemacht, ist mal was anderes wie zu schreiben. Und ja, ich freue mich auf das nächste Mal. Habt einen schönen Tag. Eure Jascha Kate. Ciao, ciao.